Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu einem weiteren dieser Videos. Ich habe zwar im Kommentar meines letzten Videos geschrieben, dass das nächste Video wieder ein Gameplay-Video wird, allerdings wusste ich damals noch nicht, dass ich dann genau an diesem Tag einfach turbokrank werde und ich hatte bis gestern Fieber. Und in dieser Zwischenzeit ist, gestern ist ein neues Video von, ich siehst du hier, gestern ist ein neues Video von Crytek erschienen. Wie versprochen, ein weiteres Update-Video. Und ich habe mir das gestern schon angeschaut im Bett. Aber ich möchte es jetzt nochmal mit euch anschauen, weil ich auch ein bisschen verballert war und vielleicht auch gar nicht so viel gecheckt habe. Jetzt geht es mir auf jeden Fall schon deutlich besser. Ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen krank, deswegen, ne, wundert euch nicht. Ich klinge gerade nicht so geil. Ich wollte aber dennoch dieses Video aufnehmen und es mit euch anschauen. Denn es sind auf jeden Fall wieder Big News, vor allem eine Sache, über eine Sache freue ich mich sehr, aber dazu kommen wir dann gleich. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. So, Data and Learning. Also es geht darum, dass sie uns erklären, wie sie so die ganzen Daten analysieren und wie sie aus den Events lernen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Hello, I'm Dennis Schwartz, Design Director for Hunt Showdown. Today we're going to talk about our key... Ich mag Dennis so gern. Hello! ...key learnings from player surveys, community feedback and data gathered over the course of our last 5 events. These lessons continuously shape our thinking for future events, packs, traits, weapons and other mechanics. Thank you for your contributions to them. Gerne, Dennis. Let's start with the... Also, nur noch mal kurz vielleicht, ne, man sieht hier... Player Surveys, Community Feedback, Data Gather von RFF Events. Sie meinen immer diese Umfragen. Ich weiß nicht, ob das hier schon gesagt hat. Die werden auch, wird auch gut teilgenommen, immer so 20.000 oder sowas. Ich weiß nicht, ob das schon gesagt hat. Ich habe gerade nicht zugehört. Community Feedback, also ne, auf Reddit, auf Twitter und sowas. Sie kriegen es mit. Auch wenn es viele vielleicht nicht glauben wollen, sie kriegen es mit. Und natürlich die Daten aus den Events, die sie so tracken. For our last 5 events. These lessons continuously shape our thinking for future events, packs, traits, weapons and other mechanics. Thank you for your contributions to them. Let's start with a brief recap. First, let's talk about Devil's Moon. This event pushed the boundaries of our game by adding the element of choice between packs and exclusive traits. This first round of pack traits were designed to shake up the gameplay experience. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr schon seit Devil's Moon dabei seid. Das würde mich interessieren, wie viele schon so lange mit dabei sind. Das heißt, so lange, ich glaube, es ist ein Jahr oder eineinhalb Jahre, aber boah, die Packs, die gibt es gefühlt schon ewig, ne? Aber es ist jetzt erst das 6. Event, glaube ich, gewesen mit denen. An experiment with new mechanics. Devil's Moon also brought with it our very first wildcard condition, the Inferno. Though it also predated our first wildcard contract, which didn't appear until Tide of Shadows. Our design goal is to have an even distribution of pick rate for our event packs. But we missed the mark with Devil's Moon as the Grounded Pack, which featured both Shadow and Death Cheat, made up 85% of our total usage. Das ist so krass, ne? Das ist so krass. Ich habe ja gesagt in meinem im letzten Video, wo ich über Desolation's Way geredet habe, habe ich ja gesagt, irgendwie, dass irgendwie Grounded wahrscheinlich so 80% ausgemacht oder sowas. Das war ja nur von Community Votes. Davon, was ich euch gezeigt hatte, war halt das von Rachter. Und hier, was ist halt wirklich auf 85? Das ist so krass. Das ist so krass. Merkt man, wie fucking busted das war. Our total usage. The Lunar Pact made up 10% and the Infernal Pact. Ja, der war Schrott. Infernal war Schrott. This wasn't a great result kacke. In terms of distribution, but the experiment and overall play experience was still judged a win for Hunt and good lessons were learned. Similarly, our new wildcard condition, the Inferno, changed our existing maps radically, which was initially well received, but resulted in some fatigue as the event went on. Ja, genau. Anfangs war das Inferno wirklich richtig geil. Es hat richtig gebockt, es war so wirklich, boah, was geht ab, es war so Action. Du hast diese Hitze gespürt, wirklich, wenn du durch die Flammen gelaufen bist. Aber je länger das Event ging, irgendwann war das so, oh, es ist so anstrengend. Es war immer so hell, dein ganzer Bildschirm war einfach nur orange und das war immer so laut und... Na, ich weiß nicht. Also es war optisch und alles, es war schon cool, aber es ging irgendwann wirklich nur noch auf die Nerven. Also ich, wirklich, das war nicht geil. Und es ist schön, dass sie das auf jeden Fall auch gecheckt haben. Also genauso wie er sagt, anfangs kam es super an und dann irgendwann wurde es einfach nur ermüdend.
Since then, we've learned a lot of valuable lessons about players' preferences in accessing wildcard conditions and received similar feedback for Thunder Shower, The Dark Inferno and Ash Bloom. Ja, with each update, we will tune just the frequency of these conditions appearing and their impact on the play space and game mechanics. Moving into the Tide Event Trilogy. Ich glaube, wenn das Player-Feedback nicht so krass gewesen wäre bezüglich des Inferno, könnte ich mir vorstellen, dass Thundershower, also der Regen, vielleicht durchgehend stark gewesen wäre oder so und gar nicht so, sich so abgewechselt hätte oder auch Ashbloom. Könnte ich mir vorstellen. Frequency of these conditions appearing and their impact on the play space and game mechanics. Moving into the Tide Event Trilogy, our goal was to better understand your level of satisfaction with the events and new additions being made. Alongside usage statistics and tons of great feedback we gathered from social media, we began publishing two public surveys for each event. Tide of Shadows was the first event we ran surveys for and we received well over 20,000 responses. 20.000 Leute haben mitgemacht, das ist stark. Das habe ich nicht erwartet. Klar, es ist natürlich nicht nur PC, aber weil auf PC, ich weiß nicht, wie es jetzt damals war, aber 30, warte, das war Tide, da kam Roger. Ich glaube, war da der Peak 44.000 oder so? Also sagen wir auf jeden Fall, die Hälfte der Players, oder sagen wir, ein bisschen mehr als die Hälfte der Player-Base, auf dem PC hat einfach mitgemacht. Voll krass. Das hat mich echt überrascht. We embrace and rely on your feedback on events, weapons, wildcard conditions and game mechanics to help us make Hunt Showdown the best game it can be. Please continue to take part in surveys and reach out via our official Discord and other social media das. Channels. Wenn ihr euch wenn ihr wollt, dass das Spiel sich weiterentwickelt, dann macht bei diesen Umfragen mit. Macht da immer mit. Immer zum Ende des Events, immer. Und ich glaube, irgendwie mittig. Ich glaube, nach so 2 oder 3 Wochen machen sie meins. Macht da immer mit. Die sind auch schnell. Die sind schnell erledigt, ist cool. The 3 Event Packs in Tide of Shadows received a healthy distribution of usage compared to Devil's Moon. Instinct war auch wild. This time around, we made sure that Death Cheat was available to all packs. We also experimented with different configurations of packs and how to pledge for the meta supply points. In general, we kept what worked and dropped what didn't. So every event had something new to offer, but we also had some old favorites come back for more. Eventually, some of these experiments turned into full, long-lasting additions to the core game. As the live events progressed, data showed that in some cases we matched our own expectations, while in others, certain packs dominated in usage. Sometimes they started out with a healthy split before one pack emerged to come out on top. Like in Tide of Corruption, when the Infernal pack das took over the lead at 49% mich. Usage, while the Death pack at 27% and the Demented pack at 20%. Das check ich nicht. Wie kann der Infernal pack, das war mit Blazeborn, wo ich im letzten Video davon geredet habe, und Demented, Infernal war Blazeborn, diese komplette OP-Scheiße, wo du nicht gebrannt hast, und Demented Pact hatte Aqualite, diesen Trade, den ich irgendwie, keine Ahnung, viel zu lange gerantet habe im letzten Video, der so scheiße war. Das wundert mich extrem. Aber an sich, vielleicht mal kurz nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, was er gesagt hat, hat nur nochmal quasi gesagt, yo, wir jedes Event probieren was Neues, wir nehmen alte Sachen, wir nehmen Packs oder wir nehmen Trades von alten Events wieder mit rein, passen die ein bisschen an, manche nehmen wir komplett raus, manches kommt ins Spiel selbst rein, wie zum Beispiel ne, Instinct, was ich ja vorhin kurz erwähnt habe, ist da jetzt standardmäßig im Spiel drin. Als Bounty Carrier hat man ja immer Instinct, was ich echt cool finde an sich, ich habe es nur quasi nie gebraucht, aber es ist an sich cool. Oder Rampage ist jetzt ein Burn Trade, Shadows ein Burn Trade, Remedies ein Burn Trade, waren ja alles Pack Trades vorher. Dass sie quasi wirklich die Events und die Packs als Test probieren. Also, die nehmen das einfach als Test. So, was kann man so machen? Jetzt so bitte noch während des Events patchen. Das wäre nett. Aber das fände ich krass. 49%. Infernal Pact took over the lead at 49% usage, while the Death Pact at 27% and the Demented Pact at 24%. In other cases, like during Tide of Desolation, we saw some normalization between pacts only halfway through the event, with the Grounded Pact starting out as the strongest pick with 60% before dropping down to 38%. Ja, das finde ich schade, das sagen sie jetzt hier. Ich hätte das interessiert, wie es bei Tide of Corruption war. Grounded Pact was. Grounded war Ding, mit dem Teleport.
As far as pack rates go, Shadow Leap specifically was very successful in providing exciting new gameplay mechanics without disrupting the core of the game too much. We want to experiment more with new ideas like Shadow Leap moving forward. All in all, there is always room for improvement, but we continue to take your feedback seriously and iterate on the power of our unique pack rates going forward, as well as honing in on pack versus pack versus pack balance in general. Also, sie nehmen unser Feedback ernst. In dem Video, Rachter hat letztens ein Video gemacht mit David Fifield, dem General Manager von Hunt, und da hat David gesagt, dass das Community Feedback oder an sich das, was die Community sagt, macht so ein Drittel aus der Entwicklung oder ein Drittel der Entscheidungen, die getroffen werden. Und das klingt vielleicht nicht nach so viel, ein Drittel, aber das ist an sich, wenn man darüber nachdenkt, ich glaube in der Gaming Industry, das ist schon relativ viel eigentlich. Ein Drittel, das die Community ausmacht. Ich weiß nicht, wie viele andere Entwickler das machen. Vor allem, Hunt ist jetzt auch kein kleines Spiel oder halt Crytek ist jetzt kein Indie, ist jetzt kein Indie-Titel. So die, auf die so, also, wie sage ich das? Irgendein Vergleich. Ja, schwierig. Es ist jetzt kein kleines Minigame, kein Mini-Studio mit einem ganz kleinen Titel, die darauf super angewiesen sind, sondern die machen das, weil, keine Ahnung, das, die halten das halt so für richtig oder weiß auch nicht. Ich meine, das ist auch nur eine Firma, die wollen Geld machen, aber dass da wirklich ein Drittel ungefähr die Community ausmacht, das ist schon nice. Und wie gesagt, habe ich ja, glaube ich, auch in dem ersten Video gemacht zu dem Developer-Insight, oder was letztes Video, ich weiß nicht, dass in den ersten 2 bis 3 Jahren hat man wirklich gemerkt, dass man den Entwicklern sehr nahe steht als Community, dass man da wirklich viel zu sagen hat. Das war erst in dem letzten Jahr, in den letzten 1,5, 2 Jahren war das, vor allem in den letzten Jahr, im letzten Jahr aber auch schon davor ein bisschen, wurde es immer schwächer, ist immer mehr abgeflacht und die letzten Monate war es sehr ruhig. Jetzt holen sie es wieder zurück und es fühlt sich sehr gut an. Also gebt Feedback, Leute. Geht auf Twitter, geht auf Reddit, seid lieb, aber gebt Feedback. Müsst niemanden beleidigen, ihr könnt ruhig harsche Kritik äußern, aber seid an sich respectful. Wichtig. Our live events have traditionally been a great way for us to introduce new weapons and equipment into the game. Some of these have turned out to be great additions out of the box, while others struggle to find their place in the arsenal. Among the best received weapons were the Drilling, the Pax True Shot and the Bornheim Silencer. As well as finde ich wild, aber ja, ich check's auch. Wenn ich die Bornheim spiele, dann die Bornheim Silencer. The Baseball Bat and the Katana. Both the Marathon and Mako have also been solid additions, even if some of their variants are not in widespread use and they're so. Die Claws kacke. Die Mako Claws einfach kacke, Mann. Die ist ein cooles Gimmick, aber die ist kacke. Survey scores reinforced them being less popular additions. Less successful additions were the Uppermud, Derringer Penny Shot, Vettery Cyclone, the Fire Beetle, alles and geil. The Dolch variants in custom ammo. Jetzt. We have room to improve these additions further and touch most of them up again for August release. In review, we acknowledge there is an oversaturation of custom ammo in our arsenal. We acknowledge there is an oversaturation of custom ammo in our arsenal. Gott, wie übersetzt man das Acknowledge auf Deutsch? Scheiße. Anerkennen, meine Güte. Ach, schlimm. Sie erkennen an, dass es zu viel Custom Ammo gibt. Es gibt zu viel Special Ammo. Alter, es ist so schlimm. Alles hat Damdam, alles hat Feuer, alles hat FMJ, High Velo, überall das und die Waffen, die es haben sollten, haben es dann nicht und die Waffen, die es nicht haben sollten, die haben es. Moving forward, we'll take steps to address this by first reducing the amount of new custom ammo types. Richtig. Nächstes Event gibt es nicht wieder 100.000 neue Munitionsarten. Gut. Introduced during events. And secondly, by rotating more options in and out with future updates to help shake things up and encourage players to try out different combinations. Interessant. Ich bin gespannt, was das bedeuten soll. Immer so Meta-Shifts. Könnte interessant sein. Mal schauen. Also sie wollen ein bisschen hin wieder. Also es klingt, als würden sie hin wieder ein bisschen die Meta shiften wollen. We clearly don't need further Dolch ammo added to the game anytime.
Das ist so geil, dass sie das echt sagen. Wir brauchen ganz klar nicht noch mehr Dolchmunition. Ja, ja, jetzt pass auf. Und das ist, was ich ganz einfach meinte. We clearly don't need further Dolch ammo added to the game anytime soon and are considering removal of some that are currently there. Sie ziehen es in Erwägung, Munition zu entfernen. Alter. Bitte, 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 scheißt euch, FMJ, wirklich, es soll sich so verpissen. Oh, es wäre so schön. Und es ist, es passiert wahrscheinlich wirklich. Ich hasse diese Scheiße so sehr. Das war der größte, wirklich, no joke. Dolch FMJ, scheiß auf Blazebomb. Blazebomb war eine Eventsache, war 2 Monate lang ein Abfuck, ist okay. Peacekeeper war nervig 2 Monate. Mein Gott, das sind Trades. Von mir Solo Necromancer ist auch, mein Gott, ja, es ist nervig, aber... No joke, der größte Fehler seit, boah, keine Ahnung, seit Jahren in Hand war Dolch FMJ. Ich hasse diese Scheiße so sehr. Warum gibt man diese Waffe, die war früher so gottlos OP? Die hatte früher höhere Feuerrate, also früher war sie normale Medium Ammo. Höhere Feuerrate, höhere Stabilität, schnellerer Reload. Höherer Damage, glaube ich auch. Ich glaube auch höhere Masse. Also eigentlich war alles, sie wurde in jedem einzelnen Punkt, glaube ich, genervt. Sogar, dass sie jetzt Special Ammo standardmäßig ist. Und warum kriegt dann diese Waffe FMJ? Das ist basically eine Long Ammo Dolch, so quasi, kann man sagen. Ohne, dass du den Drawback hast von FMJ, dass es Special Ammo ist. Weil die ist so oder so Special Ammo. Es macht keinen Unterschied. Also, eine Dolch ohne Special Ammo zu spielen, also, das kann man so gar nicht sagen, eine Dolch ohne Custom Ammo zu spielen, also eine Dolch ohne FMJ oder von mir aus auch Dumdum, wobei Dumdum, ja, okay, nee. Eine Dolch ohne FMJ zu spielen macht einfach keinen Sinn. Wenn du eine Dolch spielst, dann spielst du die mit FMJ, weil es anders einfach keinen Sinn macht. Das ist ein No-Brainer. Also, du hast kein FMJ, was ich nicht glaube, aber, ne, also. Also, und Preis wird es nicht sein, weil wenn du eine Dolch spielst, dann hast du genug Geld. Bah, nee, wirklich. Also wirklich, wenn Dolch FMJ removed wird, boah, das wäre so schön. Und auch, nicht nur Dolch FMJ, auch Dumdum für so viele Rifles. Die Springfield Dumdum, das war so geil, das hat die Springfield so einen coolen Spot gebracht, dass die Springfield diese einzige One-Shot-Waffe war mit Bleed. Die Waffe, die Springfield ist sonst eigentlich war vor so eine Budget Martini Sparks. Gut, Martini ist eigentlich schon die Budget Sparks, deswegen. Auf jeden Fall war es irgendwie so eine Budget Rifle. Und mit Dumdum plötzlich war die so, wow, die kann was. Aber sie ist dann auch nicht OP oder so ein Scheiß, weil es ist halt immer noch Dumdum. Du hast mit keine Penetration alles und es ist immer noch Major Memo. Aber an sich, wow, ist cool. Die hat hier einen ganz eigenen Platz. Und dann kam Centennial. Und dann kam Drilling. Die beide Dumdum haben. Ja, ciao Springfield. Ne. Nee, also die müssen auf jeden Fall ein bisschen was seinem Custom Ammo entfernen, weil das war's nicht. Oder auch, boah. Alter. Warum zum Fick hat die Schofield High Velo bekommen? Das macht mich immer noch so sauer. Warum hat die Schofield High Velo bekommen? Die Pax hätte das verdient. Schofield FMJ? Pax High Velo. Oder New Army und Officer, dass beide Dumdum haben. So, wer, wenn ich eine Compact Ammo Dumdum Pistole spielen will, die schnell schießen kann, dann spiele ich die Officer. Dann soll ich denn die fucking New Army spielen? Ich hoffe, da wird einiges wieder entfernt, weil das Satz bitter nötig. In terms of things well loved by players, weapon inspection. Ich habe darüber gerade ein bisschen lang geredet, aber wirklich. Das ist aber auch ein großer Complaint, also wirklich eine große Beschwerde von vielen Leuten. Zu viel Special Ammo und sie erkennen es an. Und das ist sehr gut. First appeared in Tide of Corruption with overwhelmingly positive scores. This was expected given how long the request for this feature had been coming in from the community. Schon oben, oder? Oh. Brody. Our first wild target, Roger, was initially received as only okay, but data gathered from the second survey showed that by the end of the event, toll. She was more appreciated with a good overall toll. Satisfaction rate. Notably, the groups ja, who had the biggest change sein. In sentiment over Roger were the ones that included players... Sorry, das habe ich ein bisschen drüber geredet. Ich finde Roddy toll.
die sollte ein bisschen mehr wert sein oder irgendwie sollte mehr mit ihr gemacht werden, aber an sich finde ich die toll. Ich finde die mega, mega nice. Right. Notably, the groups who had the biggest change in sentiment over Roger were the ones that included players who've played less than 500 hours of Hunt. Oh, warte, was? Nochmal? She was more appreciated with a good overall satisfaction rate. Notably, the groups who had the biggest change in sentiment over Roger were the ones that included players who've played less than 500 hours of Hunt. Ah, okay. Die, die anfangs, also quasi die, die Spieler, bei denen die Meinung umgeschlagen ist, sind die Leute, die unter 500 Stunden hatten. Ich weiß nicht, warum das jetzt wichtig ist, aber... Lessons learned around Roger have led to some improvements for future wild targets, their potential rewards as side objectives, and the overall difficulty of defeating them. Sorry, dass ich so oft zurückspule, Alter. Ich bin immer noch nicht ganz fit, aber was? Okay, okay. Also sie, für die zukünftigen Wild Targets, also ja, wir kriegen noch mehr Wild Targets, die sollen auf jeden Fall dann ein bisschen besser angepasst sein, dass man auch die Belohnungen besser sein werden. Ich fände es immer noch cool. Wir haben ja den Pack Trade Mariner, den hatten wir vorletztes Event. Genau, Tide of Desolation hatten wir, glaube ich, Mariner. Das ist, mit dem man sich im Wasser heilen kann. Das sollte Roger geben. Imagine, du killst Roger und entweder sie droppt sie direkt da oder du musst das Bounty mit rausnehmen. Finde ich eigentlich sogar noch cooler. Du nimmst das Bounty mit raus und du bekommst dadurch dann durch das Bounty, bekommst du Mariner. Das wäre doch voll geil, weil es würde auch voll passen thematisch. Das fände ich cool. Wenn die irgendwie das, sowas machen würden. Das habe ich auch, habe ich schon oft mit Freunden geredet. Ich fände es cool, wenn die Bosse, wenn die Tokens, wirklich, wenn die Bounty-Tokens, die man mit rausnimmt, mehr Gewicht bekommen. Nicht nur Bosse killen, wegen Banish und sowas und auch Geld, sondern wirklich das Extracten. Weil viele juckt es einfach nicht. Und das finde ich halt schade, weil darum geht es eigentlich bei dem Spiel. Und Geld ist halt für viele kein Thema. Deswegen wäre es doch cool, wenn man die Bounty-Tokens für mehr nutzen könnte. Vor allem für gute Trades. Vielleicht hat man auch eigene Slots dann für die. Sehr cool. And the overall difficulty of defeating them. Desolation's Wake also introduced the concept of pledge marks being used to unlock sealed rewards found in the world. Sealed rewards have been very well received. Specifically the full health restoration, master clue, bounty token for pledge marks and the sealed cash register scored high on our last survey. This encouraging result has us looking to expand and refine the mechanics for sealed rewards, which you can hear more about when we come back to discuss the lead up to our next event, which goes live with the engine upgrade on 15th August. Also, nächstes Event kommt wieder. Sealed Cash oder komm, ich denke mal. Aber Sealed Items, alles kommt wieder zurück, bloß nochmal verbessert. Finde ich gut, weil ich mochte die Sealed Items sehr gerne. Our current weekly challenge system has yet to meet player expectations since being introduced in Devil's Moon. The weekly challenge system suffers from three main problems. First, if you're unable to play for a week during the event, then you miss out on that week of event points, which is quite punishing. Next. Also, erstens, wenn du eine Woche nicht spielen kannst, dann verpasst du einfach diese Punkte, diese Eventpunkte und ja, das ist halt schon scheiße, ne? Das ist nicht cool. Completing a weekly challenge set requires players to constantly adjust their loadout and playstyle, which starts to feel like a chore after a handful of challenges. Last. Und dass du halt immer, du hast halt, du musst die ganze Zeit dein Loadout anpassen. Das nervt auch teilweise ein bisschen. Du kannst, bei Hand ist es so, man sagt auch zum Beispiel, wenn neue Spieler bei Streamer oder sowas in Chat kommen und fragen sie, yo, wie werde ich besser am Zielen oder wie werde ich besser am Schießen? Was eigentlich jeder immer empfiehlt ist, spiel Waffen mit derselben Muzzle Velocity. Und vielleicht auch spiel nicht unbedingt Special Ammo, weil Special Ammo kann tricky sein, aber an sich spiel Waffen mit derselben Muzzle Velocity. Also zum Beispiel Winfield, Vettel, Martini, die haben glaube ich alle um die 400. Mit denen kannst du gut üben, du spielst nicht die ganze Zeit dasselbe, du spielst einmal Compact, einmal Medium Ammo, einmal Long Ammo. Wenn du aber die Challenges machst, wird schwierig, weil dann musst du da Spectre spielen und dann musst du da Winfield spielen und dann musst du da Spark spielen. Ja, es ist einfach manchmal so ein, Mann, das fühlt sich wirklich an wie Arbeit manchmal, diese Challenges. Ich komme mit denen gut klar, die sind doch immer schnell erledigt, aber ich check, warum viele da einfach keinen Bock drauf haben. Und wichtiger noch,
Crytek checkt's auch. Oder auch, das sagt er jetzt gleich, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, wenn man hier gerade sieht, Incendiary Ammo, dass du, wenn du Prestige oder einfach ein neuer Spieler bist, du das Zeug teilweise nicht mal freigeschaltet hast. So, ja, du musst jetzt Damage mit Poison Ammo machen. Ich habe kein Poison Ammo. Ja, cool. Und ich kann es auch nicht reshuffeln, weil ich habe ja nur einen Reshuffle pro Tag. Das heißt, dieser Slot wird jetzt einfach belegt und ich kann nichts dagegen machen. Außer ich finde in-game Poison Ammo, gebe eine Waffe damit auf oder so ein Scheiß. Oder ich gebe mir Zimü und schalte das frei, nur um dann diese eine Challenge zu machen. Ist kein geiles System. Certain challenges require specific custom ammo, which new players and prestige players might not have unlocked yet. We want you to know the pain points here have been clearly identified. We will discuss our changes to the weekly challenge system in a future video addressing these primary complaints. Kommt ein Video zu den Weekly Challenges und sie wollen es ändern. Oh, ich bin so gespannt, ne? Die geht jetzt die ganze Scheiße an, über die die Community seit Jahren eigentlich rumheult und ich hoffe, sie machen alles so viel besser. Ich bin so gespannt, wirklich. Ich bin sehr, sehr vielversprechend. For years, our players have asked for more ways to restore their lost chunks of health during a mission. Bitte, ich will Möglichkeiten haben, bitte. Bitte, noch mehr. Oder anders, Burn Trades fucken ab, die muss das mal kriegen. Ich will meine Balken wiederherstellen. As a result, we've experimented with different ways of restoring health chunks during most of our events. Overall, our community has welcomed the addition of more ways to restore lost or burned health chunks, but there have been times when we overshot the mark. We want players to have... Ja, sie haben es oft gut gemacht, aber es gab auch Momente, wo sie es ein bisschen übertrieben haben, auf jeden Fall. Peacekeeper. Come back during a mission, rather than feeling pushed to extract without a bounty token. Genau. Peacekeeper. Darum geht's nämlich. Ich will nicht einen Fight haben, vor allem sagen wir direkt einen Spawn-Fight. Ich will keinen Spawn-Fight haben, zwei Balken verlieren und dann wieder raus müssen. Das ist scheiße. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist einfach kacke. Deswegen gibt mir Möglichkeiten, einen Bike wiederherzustellen. Ich fand das Seed Medkit von Desolation's Wake unglaublich nice. Es gab Leute, die haben deswegen rumgeheult. Ich find's geil. Ich fand's unglaublich nice. Einfach aus diesem Grund. Ich will nicht sofort wieder raus müssen. Peacekeeper is the best example of where we got the balance wrong on restoring health chunks. Restoring lost health chunks was too easy and giving the ability to revive Red Skull teammates went too far, opening the door for exploits and frustratingly long stalemates. Especially with fights away from the boss lairs. Learning from this, we will tread far more carefully whenever a mechanic... Also sie haben gerade selbst gesagt, yo, Peacekeeper war zu übertrieben. Checken wir. Jetzt frage ich mich aber, warum nicht während des Events patchen? Warum patcht man nicht während des Events? Learning from this, we will tread far more carefully whenever a mechanic is considered that reduces the penalty of dying repeatedly to the point of Red Skull markers. We hope that you enjoyed some of the insights from this retrospective and how we try to find a balance between sentiments, surveys and data, which don't always align on the surface. We'll be back soon with insights on our August relaunch and what to expect from it. So ein süßer Mann. Er ist so ein süßer Mann. Okay, ja. Ui. Ich wollte eigentlich dieses Mal nicht so lange auf das Video reagieren, aber es hat jetzt auch wieder deutlich länger gedauert, weil es so viel zu sagen gibt. Ich meine, gibt es ein Fazit an sich nicht. Ich habe eigentlich alles, glaube ich, ausführlich besprochen. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es auch geil, dass wirklich, also, ich war mir unschlüssig, ob diese Woche noch was kommt. Aber ja. Es kam. Es kam ein Update. Ein Video. 8 Minuten. Nur geile Sachen. Feedback wird angenommen von der Community. Es ist einfach schön. Also, so wünscht man sich das. Es ist wirklich einfach nur schön. Ich fühle mich wieder wie in 2018 und 19 quasi. Nur, eigentlich noch besser. Weil es, also, nee, wirklich super. Einfach super. Big, big Shoutout an Crytek, dass sie jetzt diesen Schritt endlich gegangen sind. Hat viel zu lange gedauert. Bin froh, dass sie es jetzt endlich machen. Und ich bin sehr gespannt für die Zukunft, was Hand angeht. Genau. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher Punkt euch hier am meisten interessiert. Worauf ihr euch am meisten freut. Und
Wir sehen uns dann. Ich glaube, ich werde einfach zu jedem dieser Videos so ein Video hier machen, so ein React, wenn ihr darauf Bock habt, weil ich rede darüber einfach gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, was hoffentlich diesmal wirklich ein Gameplay-Video sein wird, weil ich hoffentlich nicht wieder plötzlich Fieber kriege oder so einen Scheiß, sondern beim Gameplay-Video. Was? Genau, wir sehen uns dann beim Gameplay-Video und danach vielleicht wieder bei so einem Video. Ich